Jo Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Genauso, heute ist mein YouTube-Video, mein Thema hier im Bett. Ich möchte euch mal ein Thema erzählen, Heute ist es mal Thema Ketten. Viele denken immer, wo kaufe ich die? Also bei uns in Rheinfelden gibt es einen Kaufladen. Ich denke, in jeder Stadt gibt es einen Kaufladen. Ob es da bei euch einen Schmuckladen gibt, das weiß ich nicht. Also bei mir auf jeden Fall. Drin im Laden, da kann man, also die habe ich gekauft. Die goldene Dicke habe ich von meiner Oma, die da. Die habe ich mir jetzt eben neu gekauft, die hier, der hatte. Die goldene, schwarz habe ich auch von mir und die dünne auch, Ohrring auch, genau, da würde ich sie immer machen. Genau, das wollte ich sagen und da kaufe ich mein Swag hier, auch das Armband, das dicke, auch hier. Und genau, da kaufe ich es. Heute ist mal nicht so langes YouTube-Video. Weil ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Freunde. Genau. Deswegen wollte ich nur sagen, das kaufe ich im Kaufland. Wie viel ich, also für die, also ich kriege, Grüße gehen raus an den. Ich kriege es immer günstig, aber normal kostet die 100, ich habe die für 80 bekommen. Die andere goldene, die habe ich für 80 kostet, die habe ich auch für 60 da bekommen. Die dünne habe ich Vollpreis gezahlt, weil die war 10, 20 Euro, das war ja nichts. Und die schwarze, die hat 50, da habe ich glaube 20, 30, 35, 20, 25, 20 so ungefähr. Genau, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr für einen Schmuck habt, also Hashtag und dann was habt ihr als Schmuck. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Abend, lasst ihn baumeln, wieder schon reingehauen, lasst ihn baumeln, gebt einen Daumen nach oben, abonniert meinen YouTube-Kanal. Ich sag Peace out.